Buenas tardes, hermanos y hermanas bolivianas. Buenas tardes, hermanos colombianos. Buenas tardes, hermanos ecuatorianos. Buenas tardes, hermanos de Tahití. Esta noche, esta tarde, queremos protestar, queremos dejar sentado que nosotros no estamos de acuerdo con lo que está pasando actualmente en Bolivia. Y antes de continuar, me gustaría decirles que a todos los que viven en Berlín, atrás en su reloj, en 500 años, que la Inquisición y la Edad Media ha regresado a Bolivia. Für all die, die Bolivien und Südamerika unterstützen, muss man sagen, dass zurzeit eine Regression stattfindet, 500 Jahre zurück, Inquisition, die Kirche mit der Bibel, mit dem Kreuz, das Aufzwingen der Mächtigen. En Alemania dicen, si no escuchas las noticias, la información, estás desinformado. Pero si escuchas las noticias y los medios actuales, estás mal informado. Man sagt, wenn man die Nachrichten nicht hört, dann ist man nicht informiert. Heute ist aber so, wenn man die Nachrichten hört, im Fernsehen, im Radio, die Mainstreams, dann ist man schlecht informiert. Por esa razón, tenemos que utilizar medios alternativos. Existe prensa alternativa en Bolivia que están evidenciando lo que actualmente está pasando. Aunque a veces mucha gente me da la impresión de que no quieren ver realmente lo que pasa. Solamente se han proyectado a Evo Morales y al partido de Evo Morales, pero no ven la realidad y la niegan la realidad. Por ejemplo, aseguran de que en Bolivia no hay violencia y que los que causan la violencia son los indígenas y no los militares y no la policía. Wichtig ist, zur Zeit muss man sich ganz bewusst werden, dass die Desinformation scheinbar sogar gewollt ist. Man sieht nicht die Sender, die eigentlich richtig informieren. Man könnte Telesur hier erwähnen. Kann man im YouTube, wer Spanisch spricht, Telesur ist einer der Hauptmedien. Den Livestreaming kann man im YouTube finden. Und scheinbar ist es so, man möchte es nicht wissen, man möchte die Verantwortung nicht übernehmen dieser Information und folgegerecht auch handeln müssen. Deshalb lieber gar nicht hinschauen. Por ejemplo, yo estoy seguro de que muy pocos saben, al primer día que el gobierno autonombrado de Yanine Áñez, el oro, la reserva de Bolivia, se la trasladó al extranjero. Y parte de esa reserva va a servir y sirvió para pagar las deudas de Camacho, para financiar las armas. Bolivia era el quinto país en América Latina de tener una reserva en oro. El vigésimo país del mundo que tenía una reserva en oro. Un país sin reserva en oro corre el riesgo de inflación, corre el riesgo de una catástrofe económica. Keiner weiß, was sofort passiert ist, nachdem die selbsternannte interine Präsidentin die Macht an sich gerissen hat. Und zwar die ganzen Goldreserven von Bolivien sind rausgeschmuggelt worden, gestohlen worden und außer Land gebracht worden, um damit unter anderem Camachos Tätigkeiten, Camachos Schulden zu finanzieren. Jetzt gerade sind 4 Millionen dort an Prämien an die Militärs vergeben worden. Das heißt, die Reservoiren, Bolivien war fünfte Nation mit Goldreserven in ganz Südamerika, die 20. an Goldvorkommnissen weltweit. Das haben sie angespart, das wurde erarbeitet, erschuftet in Bolivien, das haben sie sofort rausgeschmuggelt. Und wir müssen überlegen, dass wenn ein Land keine Goldreserven hat, dann ist es ausgeliefert den Inflation,
Bewegungen, dem Dollar, den Außenbewegungen, Einflüssen von den Mächtigen, die damit viel bewegen können. Wer Gold hat, hat feste, handfeste Reserven. Die sind geklaut worden in Bolivien. Otra información que es importante que la conozcamos y que se la difunda, que los autonombrados, el gobierno autonombrado, privatizó Bol. Bol es la aerolínea boliviana estatal y lo entregaron a la empresa Amazonas, que es parte o tiene acciones Camacho. Eso, por ejemplo, no puede suceder. Y actualmente, cuando estaba Evo Morales al poder, siempre se quejaban que Evo Morales, que por qué utiliza los aviones, que por qué utiliza los helicópteros. Y ahora están utilizando los aviones militares, los helicópteros del pueblo boliviano, para meter miedo a los indígenas que están protestando por sus derechos. Es ist interessant festzustellen, dass eine der Maßnahmen, die wir nicht erfahren haben, aber jetzt durchgeführt worden sind, ist, dass die Fluggesellschaft, die Bolivien hatte, GOL heißt die, G-O-L, GOL, bolivianische Fluggesellschaft, sie ist privatisiert worden. Sie gehört jetzt Amazon. Amazon hat es gekauft und Camacho ist ein Großaktionär von Amazon. Hinzu muss man noch sagen, dass Evo Morales wurde kritisiert, weil er sich im Land bewegt hat mit Hubschraubern und Flugzeugen. Und wie soll ein Präsident schnell dorthin kommen? Soweit ich weiß, hat Trump den schicksten aller Privatflugzeuge weltweit, habe ich gehört, in Potsdam mit. Und Evo hat nicht einen, sondern hat kleinere, wahrscheinlich von den Militärs. Er hat es verwendet, um für die Demokratie sich einzusetzen. Aber jetzt haben sie alle kein Problem, viel mehr Flugzeuge, viel mehr Hubschrauber zu verwenden, nicht um dem Dorf zu dienen, um das Volk zu dienen, sondern um das Volk einzuschüchtern, zu terrorisieren, von oben zu beschießen. Sie werden von Hubschraubern, von Scharfschützen, die sogar mit der Hubschrauberbewegung die Köpfe treffen. Es gibt viele Schüsse, die sind von oben durch den Schädel geschossen worden, von diesen Hubschraubern, ja? Dieselben Hubschrauber, für die er kritisiert wurde, Evo Morales. Algo que no ha pasado y no pasará en ninguna parte del mundo, a excepción del Tercer Reich y la época del nacionalsocialismo, es que los militares y la policía por decreto han recibido el derecho de matar, tienen la luz verde de matar. Ellos pueden matar a cualquier indígena que proteste, a cualquier indígena sedicioso, como lo llaman, y sin temor a ser juzgados, sin temor a que la justicia les sancione. Seit dem Nationalsozialismus hat es kaum sowas gegeben, dass ein Freibrief über ein Dekret an die Militärs und Polizei vergeben wird, damit sie jetzt so viel und gerne schießen können auf die Menschen, ohne mit Folgen zu rechnen, rechtlich. Man wird sie rechtlich nicht nachverfolgen können, wenn dieses Dekret, solange dieses Dekret gültig ist. Es gibt Warnungen von Evo Morales, es gab Warnungen vom Schutz der Bevölkerung, sagen, seid vorsichtig, das sind Kommunikation des Militärs. Sobald wir das Dekret wieder abschaffen, wird das alles rückgängig untersucht werden. Otra cosa que siempre se les ha criticado a los gobiernos progresistas en América Latina es de que, por un lado, sancionaron y prohibieron los medios de comunicación que eran al mismo tiempo banqueros, empresarios, sino se decía la prensa tiene que ser imparcial, la prensa tiene que ser objetiva. Actualmente en Bolivia se persigue a la prensa progresista, se persigue a la prensa autónoma, se ha expulsado medios extranjeros, se ha perseguido, inclusive se ha maltratado periodistas argentinos, periodistas venezolanos, se ha expulsado a Telesur y con medidas que no solamente la mafia es capaz de establecerlos, haciendo una lista y persiguiéndoles de persona en persona en los hoteles y sus casas. Eso, por ejemplo, es un escándalo en el mundo. Eso no se puede facilitar. Eso es una violación de los derechos humanos.
Eine der größten Menschenrechtsverletzungen, die gerade ausgeführt werden in Bolivien, ist die systematische Verfolgung, systematisch mit schwarzen Listen, mit Blacklists von Presse, von Journalisten, sowohl aus Argentinien als auch aus Venezuela. Programme werden verboten, der Vertrag Telesur ist auch gekündigt worden und es werden Journalisten sogar gefoltert, sie werden geschlagen, sie werden rausgeschmissen aus dem Land. Alle Fernseh- und Radioprogramme sind geschlossen, besetzt worden. Einige Unabhängige werden zurzeit, die noch etwas versuchen, kriegen Telefonate mit Morddrohungen. Die Pressefreiheit ist aufgehoben in Bolivien. Dabei wurde kritisiert, dass Evo Morales nicht objektiv genug war mit seinen Medien. Se puede pasar enumerando toda la noche la injusticia, la violación de los derechos humanos, el pisotear la dignidad de los indígenas. Nosotros no estamos protestando y nosotros tampoco decimos Evo Morales o el partido de Evo Morales, sino nosotros protestamos por la idea de liberación, por la idea que dejó Evo Morales para darles dignidad, para darles un lugar a los indígenas, no solamente en Bolivia, sino en América Latina. Actualmente están la Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están observando y han visto que ya no se puede evitar. La OEA, la ONU han tratado de decir, no, en Bolivia no pasa nada, en los medios europeos, en Alemania no se escucha absolutamente nada de Bolivia. Y la señora Yanes y el señor Murillo, ministro de Defensa, dicen, en Bolivia no hay muertos y los muertos... Los mismos indígenas se han autoasesinado o sus compañeros les han dado una bala en la nuca. Y la Cruz Roja y las organizaciones internacionales no están socorriendo, no están apoyando, pero la señora Áñez se ha dado el lujo de expulsar más de 1000 médicos cubanos y venezolanos. La salud, la dignidad y la vida de los indígenas está en peligro. Es geht nicht um Evo Morales, es geht nicht um einen Mann. Es geht um die Idee einer eingliedernden Gesellschaft, in der sowohl Weiße, auch Mestizen und diese breite Schicht von den Urbevölkerung, der Originalbevölkerung, den Ureinwohnern Südamerikas, die in Bolivien Mehrheit sind, die seit Jahrhunderten leiden und erleiden, dass sie das Recht haben, auf Augenhöhe mit dem Rest der Gesellschaft mitzuwirken in der Selbstbestimmung ihrer Rechte. Und diese Art von Demokratie, diese integrale Demokratie, die hat Evo Morales bis vor kurzem vorangeführt. Und das ist die Idee, für die wir uns hier heute einsetzen. Es geht nicht um die Person. Andererseits ist das Blutbad so groß und noch schlimmer geworden, weil selbst die Ärzte Versorgung wird vermieden. Über 1000 Ärzte, die solidarisch in Bolivien waren, sind außer Land gebracht worden. Viele Kubaner, viele venezolanische Ärzte dürfen nicht mehr in Bolivien bleiben, sind schon zurück mit Angst, mit Erniedrigung. Sie wurden erniedrigt am Flughafen. Ihre Koffer wurden einfach so geöffnet am Flughafen, als hätten sie Waffen drin. Ärzte, medizinische, solidarische, ehrenamtliche Versorgung. Sogar so weit gehen sie, dass sie das verbieten und das auch nicht mehr haben wollen im Land. Nicht mal dies, nicht mal die Solidarität, die ärztliche Versorgung.